Leute. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Schwimmt doch niemals ein Fisch rein, ey. Der lacht mich doch aus. Bis zum bitteren Ende. Dort kommt er dann raus, bleibt hier drin. So, kleiner Fische, hier musst du rein. Hey Leute, ich bin's Fritz und heute gibt's wieder mal ein Survival-Video. Hinter mir ist ein See und ich möchte heute eine Fischfalle bauen, eine Reuse. Das Einzige, was ich dafür verwende, ist ein ordentliches Stück Paracord und mein Schweizer Taschenmesser. Das hier hat eine Säge dran und ein Messer, also alles, was ich brauche. Und dann werden wir mal sehen, ob ich damit einen Fisch fange. Später im Video stelle ich euch noch eine App vor, die hier mit was zu tun hat. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Stellt euch das wie folgt vor, das Ganze wird ein Zylinder, das heißt, ich brauche erstmal gewisse Ringe, wo ich dann Stöcker dran befestigen kann. Und zwar brauche ich genau 4 Stück in der gleichen Größe und dann noch einen etwas kleineren. Gehe dann mit dem Daumen immer so ganz langsam hier ran. Wenn ich das zu sehr knicke, dann bricht es durch und dann war's das. Das ist eine Kunst für sich. Ich habe das übrigens noch nie gemacht, ne? So könnte das Ganze schon gut aussehen. Ah, ist das warm. So, ich habe mal ein bisschen was besorgt und die werde ich jetzt alle nach und nach biegen. Man könnte die ganzen Sachen jetzt auch für ein paar Stunden ins Wasser legen, dann würde das noch besser funktionieren. Aber wir wollen ja schnell und effektiv sein, deswegen sparen wir uns das einfach und probieren es mal so. Give me my dreams. Jetzt habe ich hier ein ordentliches Stück Paracord und wie ihr wisst, hat Paracord mehrere Innenseile. Ich glaube 5 oder 7, wir werden es gleich sehen. Und ich werde mir jetzt einfach mal so ein Stück hier rausschneiden und die ganzen Sehnen rausmachen, damit ich genug Material habe, um das alles miteinander zu verbinden. Ich komme mir vor wie im Dschungel. Die können wir jetzt schon mal schön nehmen, sind genau 7 Stück, um die Ringe zusammenzubinden. Never gonna come down from above. 'Cause everything looks better from above. Nothing's ever as it seems, yeah, except in that world that I dream of. Never gonna lose the ones I love. Never gonna lose the ones I love. 'Cause everything is like a dream, yeah, but only in that world that I dream of. Oh, don't wake me up before you go. 'Cause I can't face this day alone. Oh, darling, please just let me sleep. So, jetzt haben wir schon 4 Stück. 3 davon werden wir für den Hauptkörper benutzen. Das ist ja ein Survival-Experiment. Ja, das ist ja nicht, ich zeige euch hier, ich bin der Boss, ich zeige euch, wie es läuft, ich bin der Experte. Sondern ich habe was gesehen und das probiere ich jetzt einfach mal aus. Leute, die Ringe sind alle fertig. Jetzt muss ich die ganzen Zwischenstäbe suchen. Leute, kleiner Trick, passt mal auf. Ja, ich habe hier den Stock, den ich als Maß nehme. Hier, wo jetzt mein Daumen ist, will ich das Ganze getrennt haben. Ich gehe jetzt einfach mit meiner Klinge hier ran, halte dagegen und drehe das Ganze. Ich schnitze jetzt nicht, sondern ich drücke die Klinge wirklich nur in das Holz rein. Und wenn ich jetzt mit meinen beiden Fingern hier rangehe, und dann langsam drehe und immer leicht knicke, dann kann ich das perfekt genau an der Stelle trennen. Das dann aus. Der Gag ist nur, ich muss das jetzt einmal komplett hier rum machen. Ne? Das, was ich jetzt halt gemacht habe, ist, ich habe einen langen Strick und mache den immer weiter, ne? Und verspanne das und so weiter, damit ich nicht jedes Mal irgendwie einen neuen kleinen Strick brauche mit Knoten, 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 sondern ich will eigentlich, dass er so.
don't you see? There ain't nobody gonna take from me. Daddy said to live your life, rolling hard down on your price. You got to give all your heart if you want to. You got to give all your heart if you want to. Huhuhu. Wisst ihr eigentlich, wie viel Arbeit das ist? Ganz langsam wird's was. Das wird später hier der Eingang. Das sieht episch aus. Geil. Eigentlich wollte ich hier hinten jetzt auch nochmal einen Ring dran machen, damit die Seite hier genauso aussieht wie die. Und dann hier einzelne Stöcker zumachen. Aber ich bin ja ein Fuchs, lebend in der Lage und so weiter. Jetzt hatte ich mir Folgendes überlegt, dass ich die hier oben irgendwie alle zusammen mache zu so einem Knäuel. So, sag ich mal. Seht ihr das? Dann ist das... Ach du Scheiße, guckt euch das mal an. Das Ding sollte eigentlich ein Ring sein. Shit. Und wenn's nichts wird, dann wird's ein Wirt. Shit. Nee, nicht knacken, nicht knacken. Knacken ist scheiße. Verstärkung ist doch schon unterwegs. Ach, shit. Nein, nein, komm, es war doch so gut. Es war doch so gut. Scheiße. Das darf man doch wohl mal sagen dürfen noch. Ach Leute, ich hab mir so viel Mühe gegeben. Ey, jetzt bricht es hier, das ist halt doch... Schwimmt doch niemals ein Fisch rein, ey. Der lacht mich doch aus. Das Ding ist auch schon abgerutscht hier. Nice. Also jetzt geht's ja alles den Bach runter hier. Ah. Das ist jetzt hier schon mehrfach gebrochen natürlich. Merkt euch das, Leute. Ja? Die Ringe, die müssen extrem stabil sein. Leute, das sind Momente, wo man dann so ein bisschen verzweifelt, aber nicht aufgeben darf. Muss man einfach durchziehen und weitermachen. Läuft halt immer nicht so nach Plan. Ist halt, das Leben ist kein Wunschkonzert. Das Leben besteht nur nicht immer aus Sonnenschein und Regenbogen. Ja? Die Welt ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort. Gott, hier jetzt. Flippe ich aber aus gleich. Das Ding ist hier, so ein Teil, ja? So eine Stärke, das bräuchte ich jetzt theoretisch hier drin. Ich probiere einfach mal was. Probiere jetzt einfach mal ganz spontan was. Also als würde man es quasi aufspalten, nur schnitze ich eine Seite dafür komplett weg. Würde ja schon so eine Hälfte reichen hier eigentlich. Ist doch schon mal was. Damit könnte man schon mal arbeiten. Weil so kann man das nämlich einfacher biegen. Ja? Einfach auch mal rausgehen und austesten. So, aber wir haben schon mal so einen Halbkreis. Man das halt wieder reparieren, wenn man das hier kaputt gemacht hat. Das ist so einfach ist das. Ich versuche das Ganze jetzt von außen zu verstärken. Kann ich es retten oder nicht? Leute, schreibt es jetzt in die Kommentare. Ist das Projekt hier zum Scheitern verurteilt? Werde ich überhaupt jemals einen Fisch mit den Dingen an Land ziehen? Oder ist das hier einfach ein Projekt, was zum Scheitern verurteilt ist? Wenn es knackt, dann war's das. Frag mich übrigens nicht, was es für Holz ist. Ich habe keine Ahnung. Schnitzen, bis das Weiße kommt. Vorsichtig. Ich bin natürlich so ein Typ, der hat auch wenig Geduld. Oh, es hat wieder geknackt. Und jetzt sogar an der Stelle. Ah. Oh, Leute, das Ding fällt mir gleich komplett auseinander. Das Ding muss jetzt hier erstmal wieder raus. Das war nämlich ein Schuss in den Ofen, wie Team Rocket sagen würde. Ey, das ist geil, das Zeug, ey. Schaut mal, wie das hier aufgeht. Dadurch kann man das echt extrem gut biegen. Also Leute, wenn ihr das nachbauen wollt, macht die Ringe richtig stabil. Wir kriegen das hin, Leute. Ich lasse mich hier nicht unterkriegen, ich sag's euch. Bis zum bitteren Ende. Es hat zu funktionieren. Was ein Konstrukt. Ich gehe kaputt, ey. Guckt euch das an. Ein riesen Verstärkungsring. Und schon hält das wieder. Geiles Teil, ey. Ich meine, zur Not könnte ich es auch als Helm nehmen, wenn ich in die Schlacht ziehe. Sieht ein bisschen aus wie ein Vogelkäfig. Der Fisch schwimmt hier rein. Zack. Es wird immer enger. Dort kommt er dann raus, bleibt hier drin, kommt aber nicht mehr wieder zurück, weil es halt so komisch geschnitten ist. So die Theorie.
Hier sind natürlich auch schon einige Lücken, die noch ein bisschen größer sind, wo ein Fisch auf jeden Fall durch kann. Muss man einfach mal ausprobieren. So, der Fisch braucht ja aber irgendwie auch einen Anreiz, da reinzukommen, also einen Köder. Ich weiß, in der Survival-Situation hat man natürlich kein Brot dabei, aber es geht hier erstmal darum zu gucken, funktioniert die Falle überhaupt. Ich habe mir noch einen schönen Stein gesucht, der hier liegt, weil das ist Holz. Holz schwimmt oben und es soll ja unten schwimmen. Ich packe hier meinen Köderbeutel drauf. So, jetzt werde ich das Ganze provisorisch hier festbinden, damit mir das nicht auseinanderfällt. So, kleiner Fische, hier musst du rein. Da, siehst du, und dann schwimmst du einfach ans Schwarze, weil da gibt es lecker was zu essen. Und ich verspreche dir, Fischlein, eher großer Fisch bei den Öffnungen. Wenn du hier drin bist, komme ich morgen wieder und lass dich wieder raus. Wir spielen quasi Fang. Wieder diese ganzen kleinen Fische. Ich damit natürlich nicht. Aber wo Babyfische sind, da sind vielleicht auch große Papafische. Da ist meine Falle, ihr seht's. Hier kommen schon die ganzen kleinen Fische, die bestimmt an meinen Köder wollen. Dann warten wir einfach mal 24 Stunden und gucken, fangen wir einen Fisch oder war das eine Blamage? Ah, Füße trocknen lassen. Ich hatte es ja im Intro schon gesagt und zwar wollte ich euch noch eine passende App vorstellen. Und zwar nennt die sich Fishing Clash. Ist quasi eine Gaming-App, wo man angeln kann und gleichzeitig aber auch ein bisschen die Fische kennenlernt. So. Hier, guck mal, ich habe mich schon ein bisschen eingespielt und ich würde sagen, wir starten mal direkt hier mit Angeln. Ja? Rute auswerfen. So, dann hat man hier an der Seite so einen komischen Balken, ja? Und den muss ich quasi immer in der Mitte halten. Plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. Komm, den ziehen wir an Land, Leute. Ich brauche irgendwas Großes. Wenn ich schon nichts mit meiner Fischfalle fange, dann wenigstens hier. Das ist 18, 19, das könnte ein neuer Rekord werden. 21 erfolgreich. So, was ziehen wir raus? Schafskopf Meerbrasse. Wir müssen ja hier auch mal, wir müssen mal was Geiles an Land ziehen, Leute. Bosskampf, jetzt Leute, Bosskampf, 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 jetzt kommt's wieder. Bosskampf, das hatte ich gestern auch. Jetzt geht's ab, Bosskampf, siehst du? Oh, oh, den kann ich schwer halten hier oben. Das ist nämlich viel, viel anstrengender, der zieht nämlich viel mehr. Komm, 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 komm. Mach keinen. Nein, 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 nein. Wenn der rot ist, verliere ich den nämlich. Bosskampf, hab ich ihn, hab ich ihn? Boots! Ich habe gestern übrigens einen Hai rausgeholt. Ja, brauner Zackenbarsch. Guckt euch diese Sterne an. Das war ein Bossfisch. Wer Bock auf die App hat und Bock hat, ein bisschen Fische kennenzulernen, ein bisschen Spaß zu haben, ein bisschen zu angeln, ich habe euch die App unten in die Videobeschreibung gepackt. Schaut da gerne rein, ist kostenlos, könnt ihr euch downloaden und ein bisschen zocken. Und ich würde sagen, wir schauen morgen wieder hierher, wenn 24 Stunden um sind und vielleicht was in meiner Falle drin ist. Bis morgen. 24 Stunden sind um. Ich bin gespannt, ob sich da wirklich ein Fisch drin verirrt hat. Ganz wichtige Information übrigens, ich befinde mich nicht in Deutschland. Jetzt brauche ich nur noch mein Messer, um die Reuse eventuell wieder freizuschneiden. Ich sehe auf jeden Fall schon die Falle. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Leute, es ist kein Fisch drin. Ach schade, ich habe ja noch einen Funken Hoffnung gehabt. Die Konstruktion hat auf jeden Fall schon mal gehalten, aber trotzdem habe ich keinen Fisch gefangen. Vielleicht sind ja unter euch ein paar Angelexperten, die genau sagen können, der Köder war falsch, die Stelle war falsch, vielleicht lag es auch an der Temperatur, vielleicht lag es auch an den Zwischenstücken, was auch immer. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr Tipps habt, was euch verbessern. Gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr ein zweites Video davon sehen wollt, wie ich vielleicht was verbessere und das Ganze nochmal probiere. Und natürlich Kanal abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.